Es gibt einige Leute, die behaupten, dass sie in den Gebetsorten von Al-Ahmadiyya, Al-Qadianiyya, dass sie dort beten. Und sie sagen, die sind auch Muslime. Barakallahu fik. Wenn diese Leute, die behaupten, dass sie bei Qadianiyya oder Ahmadiyya beten, unwissend sind und die wissen nicht, wer die Qadianiyya und Ahmadiyya sind, dann muss man diesen Leuten erklären, was Qadianiyya und Ahmadiyya sind. Wer sind diese Qadianiyya und Ahmadiyya? Al-Qadianiyya, barakallahu fikum, die sind Anhänger von Ahmed Mirza Al-Qadiani. Mirza Al-Qadiani. Qadian, barakallahu fikum, das war in Indien und Pakistan. Und das war unter der Besetzung damals von den Engländern. Und das war immer so bei den Engländern, dass sie, sitz mal gut bitte, dass sie, wenn du Schmerzen hast oder so, du kannst einen Stuhl nehmen und auf den Stuhl sitzen, kein Problem. Diese Leute, barakallahu fikum, sagen lachen. Die Engländer, die waren immer so, das war ihre Politik. Die haben immer einige Leute ausgewählt. Die Franzosen zum Beispiel, die haben in Syrien jemanden ausgewählt, das ist Suleiman al-Murshid. Die haben in diesem Gebiet Indien und so, die Engländer, die haben Qadiani, Mirza al-Qadiani. Und sie haben gemerkt, dass die Muslime für ihre Religion sind. Dann kam dieser Mirza al-Qadiani, die haben ihn unterstützt und er hat behauptet, passt auf, man darf nicht gegen die Engländer kämpfen. Der andere, man darf nicht gegen die Franzosen kämpfen. Die sind gute Leute, die bringen uns Wissen. So hat man gesagt, jemand kommt und der nimmt dein Land und dein Haus und der tötet deinen Vater, ist gut. Und wenn du dich verteidigst, dann bist du schlecht. Dieser Ahmed Mirza al-Qadiani hat behauptet am Anfang, der wäre Jesus. Der hat behauptet, ich bin Isa, ich bin zurückgekommen. Da hat man gesagt, du bist Lügner. Isa hat andere Eigenschaften und Isa hat keinen Vater. Aber du hast Vater und Mutter. Dann hat er gesagt, okay, ich bin Al-Mahdi. Da hat man gesagt, auch du bist Lügner. Al-Mahdi ist von der Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und er bekommt Bay'a zwischen Al-Rukn und Al-Maqam. Du bist Lügner. Dann hat er gesagt, ich bin ein Prophet. Dann haben sie gesagt, aber der Prophet sagte, es gibt keinen Prophet nach mir. Der hat gesagt, ja, Khatam al-Nabiyyin bedeutet wie ein Ring im Finger. Der Prophet ist angesehen, aber nicht der Letzte. Und wir wissen alle Muslime, wer behauptet, dass es ein Prophet nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt, ist Kafir mit Ijma', mit Konsens der Muslime. Und da braucht man hier nicht zu diskutieren. Diese Qadianiyya, die sagen, Gott spricht Englisch. Ja, ja. Und die sagen auch, dass die Seelen inkarnieren können. Und das Gebet ist nicht das Gebet von Muslimin, das Fasten nicht Fasten von Muslimin. Alle Ayat und Ahadith, sowieso die Sunna verleugnen sie, alle Ayat und Ahadith, die mit Dschihad zu tun haben, haben sie abgelehnt oder haben sie anders interpretiert? Das alles, damit die Engländer Freiheit haben in Indien und Pakistan. Das ist Mirza al-Qadiani. Als er gestorben ist, dann hat man gesagt, ja, seine Khalifen. Übrigens, wo sind ihre Heiligtümer und wo sind ihre Zentrale? Wer sind ihre besten Freunde von Ahmadiyya? Schau mal nach England, dann siehst du. Deshalb, barakallahu fikum, diese Leute sind Kuffar, religiös, weil sie behaupten, es gibt einen Prophet nach dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ich weiß, dass einige Ahmadiyya kommen können. Nein, das stimmt nicht, wir sagen das nicht. Ach, der Shaitan auch sagt, nein, ich sage dir nicht, bete nicht. Bete, aber nicht in der Zeit. Bete, aber ohne Wudu. Bete, ohne Fatiha. Und das ist sowas von Qadiani. Deshalb, barakallahu fikum, mit Konsens sind diese Leute Kuffar. Wenn man nicht weiß, wer Qadiani sind, da sollte man ihm beibringen. Und wenn er dann weiß, wer die sind, und er sagt noch, dass sie Muslime sind, dann ist er kein Muslim. Man darf in ihren Gebetsorten, Masharik,
darf man nicht beten, man darf von dem Fleisch, was sie geschlachtet haben, nicht essen, man darf von ihnen nicht heiraten, man darf ihnen keine Frauen zur Heirat geben. Wenn sie sterben, dann dürfen sie nicht unter den Muslimen bestattet werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Fragt mal die Leute von Indien und von Pakistan, die kennen sie, die Muslime, und die wissen, wer die sind. Komischerweise, liebe Muslime, passt auf. Es gibt zwei Gruppen, die in Deutschland als religiöse Gemeinschaften der Muslime anerkannt sind. Die Alawiten, Nusayriya und die Qadianiya. Und wir alle Muslime, wir haben keine Anerkennung. Dann überlegt ihr dann, was ist los? 1982 gab es, barakallahu fikum, einen Tag der Kirchen, der internationalen Kirche. Und die haben dann am Ende ihre sozusagen einen Plan hergestellt, wie sie mit Muslimen umgehen. Unter anderem Qadianiya unterstützen, Alawiya unterstützen mit der Behauptung Minderheiten. Deshalb, man sollte sich, barakallahu fikum, sagakumullah khairan, überlegen, mit wem man zu tun hat. Wallahu ta'ala. Und übrigens, manche Leute heute, die wollen sich nur gut zeigen bei den Kuffar und die greifen die Muslime an. Deshalb, subhanallah, diese Leute, die sagen, wir beten bei Qadianiya und hinter ihnen, wenn du ihm sagst, bete in der Sunna-Moschee, der sagt, nein, 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 sind Wahhabiten, Salafisten, nein, bei Qadianiya. Die sagen Prophet nach Propheten, Koran, verleugnen sie zum Teil. Und sie verleugnen die Sunna, betest du hinter ihnen. Aber hinter den Muslimen machst du das nicht. Das ist die pure Heuchlerei. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Man schakka fi kufrihim ba'd al-ilmi kafar. Wer Zweifel an ihrem Kufr, nachdem man ihm gezeigt hat, wer die Qadianiya sind, dann ist man selber Kafir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Na.